Ja, hi, hi. Willkommen zurück hier zu Let's Play Shadowrun Deadman Switch. Wir sind jetzt in die obere Etage vom CEO eingebrochen, vom CEO von Telestrian. Gucken wir mal, was hier so geht. Erstmal vielleicht nochmal schauen, dass wir noch wen heilen müssen, dass wir noch wen heilen können. Soweit eigentlich alles. Naja, gut ist es jetzt vielleicht nicht, aber ist auch sofort wieder rundenbasiert. Da ist eine Security-Kamera. Ich hätte ja gedacht, die kann man irgendwie hacken, aber irgendwie nicht. Müssen wir mal die Tür aufmachen. Wie sieht's denn aus? Nichts zu sehen. Das muss aber nichts heißen, sag ich mal. Ich hätte ja wirklich gedacht, dass man die irgendwie hacken kann. So. Überlebt sich hier schon ganz gut als CEO hier mit den Massageliegen und so. Kann man machen, sage ich mal. Muss man jetzt zwar nicht, aber so, und dann nehmen wir gleich noch eine von beiden, nehmen wir mal in Betrieb, würde ich sagen. Ah ja, guck mal. Die kann auch gleich mal hier in den Lüftungsschacht verschwinden. Und mal gucken, was da noch so los ist. Und dann ist halt noch die Frage, von wo hier gleich Typen reingestürmt kommen, mit denen wir uns hier prügeln müssen. Aber noch ist ja alles ganz ruhig. Okay, der Schacht ist hier zu Ende oder was? Okay, na gut, dann kommen wir wieder raus. Dann nehmen wir mal noch die andere Drohne in Betrieb. Sicher ist sicher. So, der Rigger irgendwas zum. Der Decker irgendwas zum Angucken? Nö. Okay, vorwärts. Raum Nummer 2. Auch keiner zu sehen. Irgendwas stimmt hier nicht. Da ist der Dings, den würde ich suchen müssen. Okay. Das ist irgendwie ein Orb, der, oder also ein Globus, der die Elfen Haupt, also es gibt so ein, die Elfen haben halt hier auch jetzt eine eigene Nation gegründet. Weil die Elfen sind hier in der Zeit so oder so, sag ich mal, die Metamenschen, die am meisten akzeptiert sind, ja. So, Programme haben wir mit. Ab in die Matrix. Okay, der Baron kommt. Okay, sie kommen schnell näher. Sie haben sich schon mal die Kontrolle über den Fahrstuhl übernommen. Und es gibt Security-Teams, die kommen. Okay, also es wird heiß und holprig, sagen sie. Vielleicht beeilen wir uns lieber in der Matrix. Das ist so die Ansage, die der Baron macht. Na, mal gucken. Enemy turn. Ja, sie kommen. Schießt du auch schon auf meinen Rigger? Nee. So, diesmal nehmen wir sie gleich alle raus. Auch auf die Gefahr hin, dass das natürlich das System, die Systementdeckung erhöht. Aber es geht einfach schneller mit den
mit den Jungs. Wenn wir die alle draußen haben. War auch noch weißes Eis. Hab ich gar nicht gesehen. So, dann probieren wir den mal zu degraden. Das hat geklappt. 47 ist natürlich jetzt nicht die Welt. Gucken wir mal jetzt von 78, das ist schon besser. Wenn es trotzdem nicht geklappt hat. Okay, das Ding ist im Arsch, das ist gut. Na, gucken wir mal, treffen. Gut, finde ich. Ist auch egal erstmal. So, der Rigger weiter rein hier. Nicht gut hier. So, mal den probieren, den Alarm State runterzusetzen und dann gleich mal vielleicht die Security Kameras zu übernehmen. Ah, wenn die das auch machen können, umso besser. Vielleicht nicht nur Security-Kameras, sondern am besten auch noch... Das wäre natürlich der Idealzustand. Nicht nur die Kameras, sondern eben auch die Abwehrgeschütze oder irgend sowas. Ja, aber gucken wir mal. Vorwärts, vorwärts. Denke ich auch mal auf den Heal, ja. Heal yourself or friendly target. Dann heilen wir doch mal unsere Drohne. Okay, nehmen wir erstmal den unteren Knoten. Er ist zwar genauso gut wie der andere im Prinzip, aber... Ein Data Store ist gut. So, haben wir jetzt hier die Security Kameras? Ja, das sind jetzt unsere, aber ich sehe nur eine von beiden. Naja. Schön auf den Leylinien stehen, das ist auf alle Fälle. Alles klar, ach da ist die zweite Security-Kamera. Das heißt, dass wir wahrscheinlich auch gleich Ink von da oben haben. Ich
sagen, dann ziehen wir uns mal auch schon mal in die Richtung zurück. Beziehungsweise passen da auch ein bisschen drauf auf. Okay, Troll. Okay, da kommen jetzt auch so einige. Reicht da nicht vielleicht sogar der drauf zuzugreifen? Ja, sehr gut. So, Projekt Aegis. Bis jetzt konnten sie noch nicht die Motivation von Miss Telestrian rauskriegen, warum sie Shadowrunner engagiert hat, um das Company-Gebäude am Columbia River zu zerstören. Die beste Erklärung ist bisher, dass sie für einen rivalisierenden Megacorp gearbeitet hat und dadurch sich einen Vorteil holen wollte, aber... Und dann zweite Erklärung ist, dass die universelle Bruderschaft im Prinzip das gewollt hat. Okay, also Miss Telestrians Zusammenhang zum universellen Bruderschaft wird ab sofort als Sicherheitsrisiko gewertet. Okay. Gut zu wissen, sag ich mal. Und dann huschen wir hier mit denen mal weiter. Was hier noch so kommen mag. Da ist auf alle Fälle irgendwas, das Eis. Dann rutschen wir hier mal weiter. Oh, da gibt's denn irgendwelche Personal Comlinks. Persönliche Telefongespräche. Sowas hören wir uns an. Würde ich nie machen. Oder? Ja, nur mal gucken, wie wir da rankommen. Moist Eis, White Eis und da unten ist auch noch weißes Eis. Okay, gehen wir erstmal nach unten. Vielleicht noch einen am besten. Hervorragend. Und vielleicht den der Tank jetzt noch trifft. Schade. Hier der Dataminer hier. Zack. Treffer. Also der lädt sich doch jetzt hier bestimmt erstmal. Und heilt den an. Blockt den anderen. Das war ja abzusehen, sag ich mal. Confused noch eine Runde. Ja komm, legen wir um. Und dann ziehen wir auf alle Fälle den Rieger hier ein bisschen weg. Was haben wir denn noch Lustiges? Jetzt kommen sie rein. Drei Mann. Hoffentlich klappt das. Dann heben wir gleich die Barriere auf. War dann nicht ganz so cool, aber immer noch cool genug eigentlich. Ja. So, da hinten ist, glaube ich, noch einer, ne? Irgendwo war hier, glaube ich, noch ein Eis. Wahrscheinlich nicht nur eins oder so. Da oben ist es. Ich meine, das Gute ist, dass man sich hier in der Matrix so unglaublich schnell bewegen kann. Also sind ja drei Runden für eine, sag ich mal. Aber dauert trotzdem ewig.
gerade verfehlt. Okay, und dann kannst du hier mal drauf zugreifen. So, Projekt Aegis, Call from Thomas Celestrian, recorded 5 days ago. Dad, es ist alles weg. Die Runner haben letzte Nacht angegriffen und haben das verdammte Columbia River Gebäude in die Luft gejagt. Ich habe Teams, die sich den ganzen Ärger da gerade angucken, aber sie haben nichts über Projekt Aegis mehr gefunden. Die Probe, die ich dir gesendet habe, ist alles, was bleibt. So ein Scheiß. Viele Leute tot und das Gebäude ist total kaputt. Ruf mich an, wenn du das nächste besprechen willst, Tom. Oder die weiteren Schritte, sag ich mal. Also wenn du die weiteren Schritte besprechen möchtest. So, Lone Star Heavy Gunner. Guck mal, was machen wir denn mit einem Lone Star Heavy Gunner? Der will doch keine APs mehr haben, oder? Sag ich doch. Auf dem Rum. Wenn wir schon mal hier sind. Okay. Ach, die sind durch geschlossene Türen. Schweine. Das ist eine Frechheit. Sagen, da granatieren wir gleich mal rein, wa? So eine kleine Granatenüberraschung. So, der Explorer zieht hier mal nach vorne. Okay, ein Schild. Da ist Black Eis, ne? Ist das schwarzes Eis? Ja. So ein bisschen aufpassen. Dass wir da jetzt nicht uns aus dem Pferd machen müssen. Okay, alles switcht auf das schwarze Eis. Das ist gut. Und wir schießen gerade echt gut hier unten. Ja, bis eben, sag ich mal. Darf man sich auch immer nicht zu früh freuen. Er schießt echt miserabel hart daneben. Okay. Was ist wichtiger als die AE zu grenadieren? Ist es, den Adepten zu übernehmen. Würde ich jetzt mal sagen. Eigentlich immer noch confused. Ja. Okay. Gut, wenn wir sie auch umlegen können, dann können wir sie natürlich auch umlegen, ja. Ich würde halt gern mit dem. Also mit dem hier mal hinfliegen und die Tür öffnen. Da raus, sehr gut. So, du schießt auf den.
Adam. Probieren wir den Platz zu machen, das klappt. Den da oben, das hat auch gesessen. Und dann weiter hier. Komm, machen. So. E-Mail. Projekt Aegis. Mr. Telestrian. Im Licht der letzten Attacken. Ich habe einige Sachen oder einige Proben vom Projekt Aegis in meinem Office, im Safe in meinem Office gefunden. Der Safe ist hidden. Und das Schloss ist mechanisch. Ich möchte nicht kein Risiko von euch Matrix-Deckern haben. Director of Security, Celestian Industries. Okay, das ist doch mal. Okay, also wir sind an Erik Silverstars Büro vorbei. Oder der ist hier auf dieser Etage. Okay, endlich kommt mal ein bisschen Glück vorbei. Now to stop this elevator. I'm sure that's a. Minuten System, wir können es. Okay. Also, wir müssen noch die Fahrstuhltüren irgendwie stoppen. Weil wir sonst von Wachen überrannt werden. Und das wollen wir natürlich auf keinen Fall riskieren. So, Schildprogramm auch nach vorne. Nö. Und der Explorer macht das, wofür er da ist. Weitersuchen. Noch gleich beschossen. Schildprogramm. Treffer. Sehr gut. Mit dem Schild hier auch schon mal. Ach. Ich wollte natürlich auf den schießen. War da schon wieder schwarzes Eis? Nee, alles weißes Eis. Treffer und umpusten. Sehr gut. Und dreimal Eis. Okay, der hat gesessen und haben wir auch gleich umgelegt. Dann heilen können wir uns auch hervorragend. Nicht voll, aber okay. Schlimmer, sag ich mal. Okay, von unten kommen wieder Wachen. Vier Stück und von da auch. Puh, jetzt wird's wirklich langsam voll. Das Eis greift auch an, aber alles noch ganz gut. Ja, jetzt müssen wir auf alle Fälle erstmal einmal den Alarmstate nochmal runter machen. Erstmal mit der Shield-Drohne, also wird wahrscheinlich nicht reichen. Ja, vor allem, wenn sie nicht trifft. Ich wollte auch mit dem Explorer nicht. Denke ich erst mit der Schildrunne. Und vorwärts. Ja, aber so 6 Wachen jetzt oder so, das ist schon ganz schön. Das sind schon ganz schön viele. Ja, komm.
kommt sogar ran, wa? So, jetzt gibt's hier, glaube ich, nicht mehr zu holen, oder? Können wir uns eigentlich ausstöpseln gleich? Laden können. Zwischendurch. So, dann kommt mal rein hier, Jungs. Dann gleich mal ein kleines Granätchen. Ein Schuss, ey. So. Dampfschock. Passt ja. So, ich würde gerne die Heavy Guards hier übernehmen. Das klappt auch. Und dann einen. Ja, sehr gut. Den Typen umlegen. So, dann haben wir hier für die Jungs hier unten eigentlich noch eine Granate. Nicht getroffen. Schade. Das wäre auch zu schön gewesen. Heilt sich erstmal, das ist schon mal nicht schlecht. Der verschießt und verschießt nochmal, umso besser. Jetzt versuchen wir den mal rauszunehmen. Nein, schade. Ja, die haben doch gesessen auf alle Fälle gerade. So, jetzt noch ein Aim-Shot auf den Mage. Und noch ein Shot. Ist der Mage auch raus? Und damit ist der gefährlichste. Ja, hier. Der schießt mal voll auf. Der hat noch eine Runde, keine APs. Der ist noch confused, aber den müssen wir natürlich jetzt trotzdem mal versuchen umzulegen. Bevor der uns hier auch den Leute abknallt. Sehr gut.
Okay, Elevator clear. Und erstmal ein bisschen heilen. Können wir uns ja dann hier eigentlich in aller Ruhe umgucken. Ist aber noch fight, aber Folge ist auf alle Fälle erstmal rum. Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.